I wanna get the Rari, but I know it takes some time. Skister. Pre-roll, shut it, light it up, you know you fine. Low five with my five and a hey, Freunde! Boah, meine Schimmel. Hey, Freunde! Was geht ab, Amina Sucuk? Wie geht's euch, Leute? Ich muss mich erstmal mit euch ein bisschen unterhalten. Wir haben uns hier schon lange nicht mehr gehört. Also, mir geht's ganz gut, Leute. Wie geht's euch? Was macht ihr? Was ist so passiert die letzte Zeit? Ich glaube, das letzte Video war jetzt vor einer Woche oder so. Egal, dazu komme ich nachher. Ich zeige euch jetzt erstmal mein Auto. Ihr seht schon, ich sitze drin. Es ist ein Ohrläppchen-Auto. Ich habe es schon angekündigt. Es ist ein Ohrläppchen-Auto des Todes. Bruh. Okay, komm, ich zeig's jetzt einfach. Also, ich sitze hier gerade drin. Ich steige jetzt einfach mal aus. Jetzt geht's ab. Seid ihr ready, Leute? 3, 2. Ja, das ist mein neues Auto, Leute. Ich weiß gar nicht. Ja, geil, da hinten sind Leute und die sehen mich, wie ich im Stehmat hier rumstehe und rede. Also das Ding ist, ich habe es mir gestern geholt, das Auto. Ne, vorgestern habe ich es mir abgeholt. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich kann es selber immer noch nicht glauben. Ich freue mich so krass. Es ist einfach irgendwie so ein Traum, der in Erfüllung geht. Digga, hat hier jemand hingekotzt? Ja, vielleicht ein paar Sachen zum Auto. Das ist ein C43 AMG. Was mir übrigens aufgefallen ist, schöne Grüße an Mercedes, weil am Anfang war dieses C43 und AMG noch nicht drauf. Und ich wollte es unbedingt haben, weil ich dachte mir so, komm, wenn du schon mal ein AMG fährst, dann soll es auch draufstehen. Und der Typ hat es einfach falsch schon drauf gemacht, weil eigentlich steht hier links AMG und hier rechts C43. Ja, das ist ein C43 Coupé. Was kann ich dazu sagen? Für die, die es halt juckt, irgendwie ist es ein 3-Liter Motor V6. Mit 367 PS. Okay, gönnt euch. Bitte mach. Komm, Schätzchen. Ja! 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 Wie nennst du dich eigentlich, Schnucki? Zementa? So, hier sind wir in dem schönen Kfz. Gönnt euch mal. Das Auto bringt mir einfach die Gurte. Wie krank ist es? Danke, Schätzchen. Und so sieht es von innen aus, der hat diese Schalensitze drin, richtig geil, diese roten Gurte hat der. Ich kann hier mal anmachen, wenn man das hört, ich hoffe man hört. So sieht das Ganze aus, wenn ich ihn anmache. Okay, hier schön auf Sport Plus, damit die Klappen auf sind. Hier kann man übrigens die Klappen aufmachen, aber ich fühle mich gerade wie so ein Auto-Review, ich fühle mich gerade wie Schmie. Schmie, Grüße gehen raus an dich! Ja, ich mach ihn mal an einfach. Ja, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Er hört sich auf jeden Fall richtig sexy an. Geil, jetzt habe ich das Fenster runtergemacht, obwohl ich wasche, weil es ist alles verschmiert. Fick doch nicht mein Leben, Mann! Ihr wolltet mein Auto sehen, ihr habt es entschieden. Ich habe sie ja im letzten Video gefragt, so, wer will das Auto sehen. Und es haben halt übertrieben viele Ja geschrieben. Deswegen habe ich halt das Video gemacht. Eigentlich hatte ich vor, das Video, also so ein Video nicht zu machen mit dem Auto. Aber ihr müsst, also ihr müsst mich verstehen, Leute. Also das Ding ist, also meine Ansicht ist so, in Deutschland wird einem nichts gegönnt. So. Sobald man irgendwie ein cooles Auto hat, irgendwie coole Klamotten oder keine Ahnung was, machen Leute so richtig Auge drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich halt einfach schade. So. Das ist aber auch irgendwie nur in Deutschland so. In Amerika ist es komplett anders. In Amerika, da freuen sich die Leute halt, wenn sie ein cooles Auto sehen. In Deutschland sagt, also jetzt nicht jeder so, aber in Deutschland ist es dann eher so die Einstellung, ja, der hat es doch eh nur geerbt oder der hat doch nichts dafür gemacht oder der ist kriminell oder ihr wisst, was ich meine, Leute, oder? Genau, aus dem Grund wollte ich es eigentlich nicht machen, weil ich jetzt schon die ganzen Kommentare lesen werde. Du Spast, bist voll abgehoben, mach nicht auf Rich,
das ist eh von deinem Papa das Auto. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, ich muss euch das Auto einfach zeigen, weil, ich bin komplett ehrlich zu euch, Leute, ich habe das Auto nicht komplett bar gezahlt, also ich habe es nicht komplett gekauft, das ist finanziert, ich habe halt einen Teil angezahlt, zahle ich jetzt auf 3 Jahre und, also halt eine monatliche Rate und nach 3 Jahren kaufe ich ihn dann raus. Genau. Das Ding ist aber, ohne YouTube, auch wenn es sich jetzt dumm anhört, ich weiß, für euch ist es eh zu krank, für mich ist es genauso krank, weil ich mache, wie lange mache ich YouTube? 3, 4, 5 Monate oder so, also noch nicht lange. Und es ist einfach so, dass ich ohne YouTube könnte ich mir das Auto nicht leisten. Es ist einfach so, ich sag's euch ganz ehrlich. Und das Auto habe ich halt, auch wenn es sich jetzt so richtig klischeehaft, YouTuber-mäßig in Arschkriechen anhört, aber ich habe das Auto euch zu verdanken. Es ist einfach so. Ohne euch könnte ich das Auto nicht fahren. Ich habe natürlich auch von meinem eigenen Geld was für das Auto bezahlt. Es ist nicht so, dass ich das ganze Geld fürs Auto von YouTube habe, aber halt der ganze Unterhalt und sowas, ich könnte mir das niemals leisten ohne euch. Deswegen, ich küsse eure Ohrläppchen einmal nach Sochtergött. Danke nochmal für alles, was ihr mir gegeben habt, für die ganze Unterstützung, für den ganzen Support. Ich liebe euch einfach, ihr seid einfach die krassesten. Und ich glaube auch, nochmal zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Nicht-Gönnen. Ich glaube, ihr gönnt mir das Auto, weil ich meine, es ist ja auch cool für euch so. Ich kann jetzt coole Videos mit dem Auto machen. Das Wetter ist eh mega scheiße, deswegen kamen jetzt auch keine Videos mehr. Also das Wetter ist richtig beschissen, es ist arschkalt, es ist Wind die ganze Zeit. Es windet die ganze Zeit? Ich bin ein richtiger Sönke. Nee, also es ist brutal scheiße das Wetter zurzeit. Es schneit, dann regnet es, dann ist wieder viel zu kalt. Deswegen kamen halt jetzt nicht so viele Videos. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach einmal den Sound kurz, weil ihr müsst ihr hören. Scheiß auf die Fenster jetzt. Boah, ich schwöre, ich pack's nicht. Ich pack einfach nicht, dass das mein scheiß Auto ist. Ich pack's nicht. Ich denke so irgendwie, das ist so ein Leihwagen, den ich wieder zurückgeben muss. Ich realisiere das gar nicht, dass es mein Auto ist. Ohne Scheiß. Ich check's einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht glauben. Ist doch einfach nur Verarsche hier gerade, oder? Nee, auf jeden Fall. Alles an dem, ich brauchte eigentlich nichts dazu sagen. So, alles an dem Auto ist geil einfach. Ich bin übertrieben glücklich. Ich kann es nicht glauben. Das ist einfach nur Schakuzel. Ich rede schon wieder wie ein Spaß. Ich bin einfach aus dem Flow raus, Leute. Ich habe jetzt, nee, erstmal muss ich drüber reden. Okay, warte, ich muss mich kurz entspannen. Erstmal muss ich drüber reden, warum jetzt länger kein Video mehr kam. Also einerseits, wie ich schon gesagt habe, wegen dem Wetter. Das Wetter war einfach brutal scheiße. Andererseits hatte ich mega viel zu tun. Ich musste endlich viel steuerliche Sachen machen. Versicherungszeug musste ich machen. Dann musste ich mich noch darum kümmern mit der Anzeige wegen dem Kennzeichen. Weil ich da jetzt Einspruch eingelegt habe. Also ich habe halt einen Rechtsanwalt eingeschalten, was auch nicht so geil ist, weil ich keine Rechtsschutzversicherung habe und es selber zahlen muss. Aber ist ja egal. Ich hätte einfach mega viel zu tun. So, das Wetter war kacke. Ich habe sogar letzte Woche habe ich sogar ein Video noch gemacht. Also ich bin Motorrad gefahren, weil das Wetter ganz gut war. Da war ich in der Stadt und wollte ein Frauenklär-Video machen. Aber das Problem war, es hat einfach nichts funktioniert. Ich habe keine Frauen gefunden. Dann habe ich eine Frau gefunden, die wollte mich fast anzeigen, weil ich halt endlich wieder einen Spruch gebracht habe. Und mich hat es einfach so alles abgefuckt. Und dann bin ich einfach nach Hause gefahren, habe gar nichts mehr gemacht. Und dann hatte ich halt irgendwie keinen Bock mehr. Und dann die nächsten Tage war nur scheiß Wetter und ich bin halt irgendwie voll rausgekommen. Aber es werden auf jeden Fall wieder jetzt viel mehr Videos kommen, das kann ich euch versprechen. Also Moji ist auf jeden Fall back am Mike und zerfleischt den Hype. Na? Genau, Leute, also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Sorry nochmal dafür, dass jetzt länger nichts mehr kam. Das ändert sich jetzt, meine Besten. Und dann küsse ich eure Ohrläppchen, Amana Sachtergat. Und bis zum nächsten Video, Amana Kai. Ich liebe euch. Peace out. My heart is so cold, my heart is so frozen, so